Ein sonniges Willkommen wünscht euch euer Sunny zu einer weiteren Runde genommen. Moria mit Mods. Hat ja einen coolen Hut auf. Ich wollte jetzt die Squads zuordnen. Noch weiter. Und zwar die Flamed Arrows. Da ist natürlich keine Veränderung. Bei den Flaming Bustlers of Lord. Da kommen jetzt natürlich noch zwei neue Farmer mit dazu. Der hier und der hier. So, des Weiteren zu den Stormy Arrows kommen der Engineer mit dazu und nee, der Woodcutter nicht, aber der Jeweler. Genau, und dann sind wir voll ausgerüstet. Wir haben 20 Mann im Militär. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben hier die beiden Nahkampftruppen. Und hier haben wir jetzt nur die neue Fernkampftruppe drin, weil die andere, die ist echt erfahren. Die sind schon kampfgestählte Kandidaten. Und wir brauchen dringend mehr Stroh. Wir haben echt wenig Stroh zur Hand. Ich muss die Yaks noch weiter dezimieren, leider. Ich sehe da jetzt im Moment keine andere Möglichkeit. Das ist ganz schön krass, ehrlich gesagt. Das finde ich echt schade. Die Grasfarm hat ja nun schon eine leicht erhöhte Priorität. Aber trotzdem kommen wir da im Moment nicht hinterher. Na gut, jetzt müssen auch unsere Farmer erst besser werden, wenn unsere Farmer ein bisschen besser geworden sind. Hier nicht mehr so viele von denen bei jedem anderen verlieren, hoffentlich, dann wird das alles besser werden. Wir sollten dann jetzt auch mal die Tür ersetzen hier. Huch, nein, das wollte ich nicht setzen. Moment. Job cancel. So. Furniture. Door. Reinforced Stone Door. So, ich denke mal, die werden mehr aushalten als die anderen Dinger. Ach, guck mal, das habe ich jetzt ja ewig nicht mehr gesehen, dass sie sich tatsächlich schaffen, hier um das Resin aus den Bäumen zu kümmern. Das finde ich ja sehr schön. So. Sehr schön. Der Woodcutter ist da beschäftigt, das ist da beschäftigt. Ja, hier wächst im Moment halt nichts nach, aber... Achso, und das ist wahrscheinlich auch noch zu niedrig. Da können sie wahrscheinlich einfach nichts machen, weil es zu niedrig ist, das Gras. Kann natürlich gut sein. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich mehr weniger produziert, als wir davon benötigen. Vegetables. Wir sind in Vegetables angestiegen, nur durch die blöden Pilze hier unten. Ist ja krass. Ist ja echt krass. Na gut, kann ich aber gut mitleben. So, im Stockpile. Was haben wir denn da drin? 266 Boats. Ach du Schande. Dann werde ich mal wieder wahrscheinlich welche in Auftrag geben, ne? Statuetten. Goblin Boats. Gibt's wieder 41. Ach du Schande. Ja. Ich klicke mich da mal so ein bisschen durch. Wenn ich jetzt mehr mache, als da ist, dann bleibt das ja einfach als Auftrag drin. Dann mache ich das gleiche allerdings auch nochmal für Yak Bones. Also für Animal Bones. Da sind natürlich die Emus und die Yaks drin. Das ist jetzt nicht so das Problem. So. Dann. So. Ja, aber ich bin im Moment, muss ich zugeben, ganz zufrieden damit. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen schwer auf dem Magen liegt, ist wie gesagt unser Mangel an Stroh. Aber wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, müssen wir dann halt im Winter die Typen losschicken und dann dauernd hier natürlich wachsende Gras halt abernten lassen. Wäre mir aber nicht so lieb, würde ich lieber anders geregelt wissen. Fände ich schöner, ehrlich gesagt. Und ich werde deswegen jetzt auch noch hier nochmal ein bisschen vergrößern.
Dann wären sie da. Ach, das Geräusch haben wir jetzt aber lange nicht mehr gehört, wie neues Grundstück gegraben wird. Der war mit der Erste da, der gearbeitet hat, aber hat am längsten gebraucht, um es fertig zu kriegen. Krass. Yak, Butter, Emu-Egg, Maple-Sugar. Da wurde wohl gerade etwas Kuchenmix hergestellt, würde ich mal vermuten. So. Stroh 0. Das ist echt nicht gut. Stroh ist schon wieder 0. Okay, dann werde ich hier vorne nochmal ein bisschen Gras abernten. Einfach damit uns nicht unsere Yaks verhungern. So. Ich mache das nicht komplett, weil ich die Vermutung habe, dass das wie mit so vielen Sachen gilt, dass wenn das noch das da ist, es sich verbreitet und wenn nicht, dann halt nicht mehr verbreiten kann. Aber ich bin mir da natürlich absolut nicht sicher. So, deswegen habe ich hier auch nie was komplett weggenommen. Weil ich immer damit gerechnet habe, dass da nochmal was nachkommt. Der Bär ist tatsächlich von niemandem gesehen, obwohl er da lang gerannt ist. Okay, nicht schlecht. So, aber gut, so ein Bär wäre jetzt, wenn wir nicht zu viel Pech haben und ein schlecht ausgerüsteter Neuling dem gerade begegnet, dann wäre der Bär jetzt auch nicht mehr so das großartige Problem, denke ich mal. Wir haben genau 200 Meals, nicht schlecht. Aber Large Meals haben wir trotzdem nur eins. Obwohl ich erlaubt habe, davon 10 zu produzieren. Also entweder hat es da Schwierigkeiten. Needs Cake. Oder was ich vermuten würde, so ein bisschen, ist, dass die schlicht und ergreifend so beliebt sind, dass die immer als erstes gegessen werden, weil die sind ja die einzigen Large Meals, die wir jetzt haben. Und das heißt, die werden dann aufgegessen und schaffen es einfach nicht, bis zu den 10 zu kommen. Weil einfach wir nicht schnell genug die Dinger produzieren. So, aber ich hoffe, dass die jetzt ein bisschen längere Arbeitsphasen haben, weil sie jetzt besser schlafen. Das werde ich nochmal versuchen, ein wenig zu unterstützen, indem ich etwas mehr Decorations baue, und zwar Statuetten. Da nehme ich die Soldier-Statue. Das müsste sie sein. Blunderbuss finde ich ja eigentlich ganz geckig. Davon habe ich ja auch schon eine. Mit Granitarmor. Granitstatue. Und Granit Two-Handed Decoration. Machen wir mal Any Two-Handed Decoration. Ich gebe eine Two-Handed Decoration bei den Knochenspezialisten erstmal in Auftrag. Ich hätte die gerne aus Knochen. Damit wir einfach nochmal ein bisschen Knochen auch verbrauchen. Two-Handed Decoration. Zack. Und die Move to Top. So. Ja, ach, war fertig da. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie es normalerweise laufen sollte. Und trotzdem hat er es geschafft, ihm die Sachen aus der Hand zu schlagen. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Mann. Wenn du noch nicht erfahren bist, du hast Zukunft, Mann. Du hast Zukunft. Der hat Überlebenswillen gezeigt. So. Okay, wenigstens ist der Trove noch gefüllt. Da hatte ich natürlich nicht nachgeguckt, als ich die in Auftrag gegeben habe, dass sie die herstellen sollen. Kann natürlich sein, dass der Trove zu dem Zeitpunkt auch noch gefüllt war. Oh, die sind immer noch fleißig beschäftigt. Das heißt, der stellt immer noch fleißig Bronzebarren her. Obwohl es mich überrascht, woher das Material dafür jetzt mittlerweile hernimmt. Weil eigentlich... Gut, ein Bronzesliver, der könnte dann mal langsam umgewandelt werden. Und wir haben hier noch Coppersliver... Wieso haben wir denn Bronzesliver? Ach du Schande. Unsere Gegner kommen langsam in Bronze gekleidet.
Ah, und wir haben immer noch unsere Leute nicht richtig hochgere... Also wir haben noch erst 3 Leute in Vollplatte und die auch nicht komplett. Wir haben 2 Leute komplett in Bronze und einen, der aus irgendeinem Grund nicht mal einen Bronzehelm hat. Warum auch immer. Ich weiß nicht wieso. Haben wir den irgendwann mal verkauft oder so, den Bronzehelm? Oder ist der zerstört worden, weil ich keinen Dauerauftrag habe? Das könnte natürlich sein, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall, wir haben eine ganze Menge Bandagen. Wir haben das Ding hier voll. Das heißt, ich gebe in Auftrag eine weitere Rüstung. 3, 3, 6, 6, 6 und 6. So, leg los. Außerdem ändere ich die Uniform. Plate Mail nimmt nicht mehr Wooden Shield, sondern Shield. Mal gucken, wo haben wir Shield? Da. So. Die haben jetzt wahrscheinlich gerade ihren Shield abgeworfen. Die Jungs. Wo sind die gerade? Ah, er hat sein Shield noch am Arm, aber das liegt in erster Linie daran, dass er gerade beim Pennen ist. So. Wo ist der andere? Da drüben, der hat sein Shield abgeworfen, wie ich befürchtet hatte. Gut, ich warte mal, bis der aufhört zu pennen, dann werde ich die mal... Ah, ich werde das gleich machen. Wir haben jetzt zwei... Das wäre das hier, dann Hungry Drowners. Bekommen wir kurz diesen Auftrag. So, dann sollten sich jetzt nämlich 2 gerade mit Kupferschilden... Richtig. So. Unten an. Sehr gut. Nee, weil dann haben sich jetzt nämlich gerade die Typen auch den Kupferschild geschnappt und nicht mehr diesen Holzschild. Das ist natürlich sehr gut. Das passt mir sehr gut in den Kram. So, dann brauche ich nämlich jetzt auch die Wooden Shields nicht zu erhöhen. Die können bei 24 stehen bleiben, logischerweise. Nicht, dass das jetzt mega wichtig gewesen wäre oder so. Wir hätten davon natürlich noch ruhig mehr herstellen können. Bone Shirts haben wir auch 24, Skull Helmets auch 24. Ja, naja, wir haben sie halt. Was soll's. Die gehen leider mir ein bisschen zu oft kaputt, aber naja, was soll's. Wie gesagt, was soll's. So, aber jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen was hier überproduziert. Das ist natürlich sehr schön. So, jetzt sind sie hier auch wieder am Trainieren. Das ist jetzt auch der Typ mit dabei, hoffe ich. Nee, immer noch nicht. Oder hat er sich schon was Neues geschnappt? Equipment? Ne, der hat schon Bronze-Shield. Na, perfekt, perfekt. Der hat schon sein Bronze-Shield. Das heißt, 3 der Bronze-Shields sind bereits in Benutzung. Viel besser kann es ja gar nicht sein, eigentlich. So. Und das nächste Set wird ja dann auch hoffentlich möglichst bald fertig. Ja, also Pharma hat, also ein Vorteil hat es natürlich, die Pharma zu benutzen. Die produzieren wenig, was direkt die Qualität des Endprodukts halt beeinflusst. Ja, also wichtige Endprodukte wie Waffen, Armor und sowas halt. Das sind halt vor allem Blacksmiths, deswegen sollten die eigentlich hinten stehen. Blacksmiths sind halt wichtig, dass sie hinten stehen, genauso wie Engineers eigentlich, weil die aufgrund ihrer Jobs halt viel mit den Schaden- bzw. schützenden Produkten halt zusammen stehen. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. Brauchten wir für die Fried, für das vegetarische Omelette eigentlich auch noch irgendwas anderes? Egg, Oil, Vegetable. Nö, passt perfekt. Ich war mir nämlich nicht mehr ganz sicher, ob die, wie beim Cheese Omelette, auch Milch brauchten, aber brauchen sie nicht. Sehr gut. Wir müssten darüber nachdenken, ob wir bald eine weitere Destillerie machen, weil anscheinend die eine Destillerie mit der Produktion des Weins nicht so richtig hinterherkommt.
Es klappt zwar so irgendwie, aber nicht so richtig gut. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Weil eigentlich ist da ein bisschen wenig. Weil der produziert nicht mehr. Der schafft es halt, diesen Punkt zu halten. Hier, die 16 Drinks. So im Dreh, aber ich sehe nie, dass da mehr da ist. Wäre ein Gedanken wert. Aber das mache ich nicht jetzt erstmal. So, die Excavation hier unten, also die Ausgrabung und so. Das ist jetzt eine echte interessante Frage. Zinn haben wir an sich genug, aber ehrlich gesagt, wir können es ja mal abbauen. Wir haben ja auch den Platz, um es unterzubringen. Das ist ja nun nicht das Problem. Im Moment haben wir mehr als genug Platz. So, aber da wir auch oder vor allem Kupfer und Malachit brauchen, gucke ich mich hier nochmal um. So. Leider ist unsere Kupferader etwas schmal ausgefallen. Das ist leider nicht so glücklich gewesen. So. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber das sollte wohl nicht sein. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch weitere Adern dann hier gibt. Das kann absolut noch gefunden werden. Dementsprechend, da braucht man sich jetzt nicht gleich von demotiviert fühlen. Merchant, na, das ist doch nicht schlecht. Dem können wir gleich nochmal ein bisschen was aus den Rippen leiern. Vor allem, was Kupfer und so angeht, wenn ich mich nicht irre. Nee, das ist der andere, oder? Nee, doch, hier, Malachit. Kupfer, Zinn, Bronzesliver. Das können wir so gar nicht gebrauchen, leider. Kotten kaufe ich wieder. Ich hasse es, wenn Kotten ausgeht. Stroh, verkaufst du auch Stroh? Ne, Stroh verkauft er leider nicht. Sonst hätte ich jetzt sicherheitshalber auch mal Stroh gekauft. Grapewine, das fand ich gut. Wir sind jetzt bei 8 Drinks. Ich kaufe mal den Grapewine. Irgendwas anderes Interessantes? Nope. Na dann. So. Wir fangen erstmal wieder mit den Animal- und Goblin-Statuetts an. So. Dabei geht es nicht darum, dass wir das andere nicht auch herstellen können. Nur davon haben wir halt die Maximalmenge eigentlich da. Das heißt, da ist es dann ganz schön, wenn wir. So. Okay, das war's an dem Material. Dann kommen jetzt doch die hinterher. Zack. Zack. 2400. Wir haben zu viel. Okay. Gehen wir mit 10er Schritt. Mal gucken. Wir haben 2400, wir bräuchten 5 weniger. So. Allerdings haben wir jetzt das da. Ja, verkaufe ich den Granitblock. Was soll's. Zack. Great. So, sehr schön. Da haben wir jetzt natürlich wieder richtig was eingeholt. Aber das ist halt auch krass, ne? Wir verkaufen halt irgendwie die ganzen Steine oder jetzt die Knochen, die eigentlich nichts für uns wert sind, ja, und kriegen dafür halt en masse halt Sachen, die für uns eine ganze Menge wert sind, ist natürlich eigentlich ein bisschen schwierig, weil vor allem wir erhöhen damit natürlich die Worth unseres Kingdoms ganz enorm, ja. Ohne halt, ja, den Fortschritt mitzumachen. Naja, mal gucken. Wir müssen da mal gucken, wie wir das weitermachen. Aber im Moment finde ich das so ganz gut. Achso, ich wollte ja noch, pass auf, ich gebe noch die Statuetten in Auftrag. Das war die Blunderbuss-Geschichte. Ne, nicht Skeleton.
Granit und Goblin Two-Handed Decoration. Zack. Zack. Ach so, nee. Moment, der sollte hier hingestellt werden dann. So. Huch. Nee, nicht dahin. Der hierhin, da und da. Da und da. Und da. Soll das hin? So. Die anderen muss ich gleich mal canceln. Sekunde mal, ich muss husten. So, langsam wird mir meine Stimme etwas rau, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, ich bin jetzt auch bei der 5. oder sogar 6. Folge schon. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Muss ich zugeben, alle so a 20 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch ja ausrechnen, wie lange ich jetzt hier gerade am Stück rede. Und so langsam wird mir der Hals rau. So, da habe ich nämlich noch einen übersehen. Und das heißt, das ist jetzt dann auch erstmal die letzte Folge, die ich für heute aufnehme. Und gleich werde ich mich auch von euch verabschieden, sobald ich das hier gecancelt habe. So. Das passt so. Der Rest sieht richtig aus, ne? Ne, der da nicht. Der da ist falsch. Moment. Da habe ich gerade den richtigen weggenommen, wa? Ah, ich glaube ja. So, nochmal. Statuette. Soldier. Ah, Blunderbuss. Two-Handed Decoration. So. Granit. Und Granit-Armor. So. Okay. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünscht euch euer Sunny eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und wünsche euch alles Gute. Tschüss.